Wiederbelebung in der Patientenverfügung. Welcome at ACTV. Mein Name ist Michael Langens, ich bin ehemaliger Rechtsanwalt und YouTube-Aktivist und dies ist mein YouTube-Kanal. Ich bespreche hier heute mit euch, meinen Steady-Supportern, das Thema Wiederbelebung in der Patientenverfügung. Die Formulierung lautet wie folgt, das Formular habt ihr in der Anlage. In den oben beschriebenen Situationen wünsche ich Versuche der Wiederbelebung oder die Unterlassung von Versuchen der Wiederbelebung, dass eine Notärztin oder ein Notarzt nicht verständigt wird, beziehungsweise im Falle einer Hinzuziehung unverzüglich über meine Ablehnung von Wiederbelebungsmaßnahmen informiert wird. Also hier ganz klare Frage, Wiederbelebung ja, nein. Wer am Leben hängt, sagt ja. Wer Folgeschäden, wie zum Beispiel irreparable Gehirnschäden, vermeiden möchte und in Würde sterben möchte, sagt nein. Die zweite Alternative allerdings, und da wird es jetzt etwas komplizierter, nicht nur in den oben beschriebenen Situationen, also wenn eben ein Tod da ist, ja, sondern in allen Fällen eines Kreislaufstillstandes oder Atemversagens lehne ich Wiederbelebungsmaßnahmen ab oder lehne ich Wiederbelebungsmaßnahmen ab, sofern diese Situation nicht im Rahmen ärztlicher Maßnahmen unerwartet eintreten. Hier gemeint sind halt weniger vorhersehbare Momente, wobei eben wer am Leben hängt, sagen wird, ich möchte Wiederbelebung ja, oder eben ich lehne Wiederbelebungen ab. Wobei eben diese Einschränkung, sofern diese Situation nicht im Rahmen ärztlicher Maßnahmen unerwartet eintreten, also im Rahmen der Operation kann man hier noch die Alternative machen. Man kann aber auch diesen Halbsatz einfach rausstreichen, sondern einfach drinstehen, ich lehne Wiederbelebungsmaßnahmen ab. Die einfachste Variante wäre es wirklich, wenn man A und B zusammenfasst, denn ich lehne Wiederbelebungsmaßnahmen ab oder ich lehne sie nicht ab, ohne Ausnahme. Der Teufel steckt allerdings im Detail, ihr müsst das Ganze dann irgendwann mal ausbaden, wenn ich das so formulieren darf. Wichtiger ist hier aber auch, dass ihr kein schlechtes Gewissen habt, wenn ihr nur als Bevollmächtigte einer Patientenverfügung benannt seid, damit ihr wisst, wie müsst ihr reagieren, damit ihr keine Gewissenskonflikte habt, damit ihr in der Situation euch selber keine Gedanken, keinen Kopf machen müsst, wie denn der Betroffene in der Situation entscheiden hätte wollen. Das war's für heute. Demnächst geht's dann weiter mit dem Thema künstliche Beatmung. Wenn euch das Video gefallen hat und der gesamte Lehrgang, dann würde ich mich über ein Like, ein Teilen, ein Dritte, ein Abo, Subscription bei YouTube und gegebenenfalls auch das Werben von weiteren Steady-Supportern sehr freuen. Bis bald. Tschüss.